Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video. Das heutige Video ist eigentlich erst ein bisschen später geplant gewesen und ich habe eigentlich ein komplett anderes Video geplant gehabt für diese Woche. Aber leider klappt das nicht alles so, wie ich mir das vorstelle und deswegen muss ich das ein bisschen nach hinten verschieben. Und das Video wird jetzt eben vorgezogen. Um was es jetzt bei diesem Video gehen soll, sind ein paar Informationen, was in nächster Zeit so abgehen wird, was ich so vorhabe, was dann nächstes Jahr alles so geplant ist, was in letzter Zeit so abgegangen ist. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an und erzähle als erstes mal, was ich denn noch so heuer alles vorhabe. Eigentlich wollte ich ja im Dezember so richtig... Du bist doch der reinste Dreckschwein, der es überhaupt hier gibt. Ich lache. Anpacken und ein Video nach dem anderen produzieren und schneiden und hochladen und so weiter und so fort. Aber wie es leider so ist, ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Ich schwör's euch, das ist unglaublich. Ich habe das eine Video mit dem Plastikmüll eben hochgeladen, wollte dann gleich die nächsten produzieren, schneiden und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist der Dezember einfach schrecklich. Ja? Ich war immer unterwegs, bin die nächsten Tage bzw. Wochen auch immer irgendwo ständig unterwegs und ich glaube, jeder kennt es von euch selber. Weihnachtszeit ist einfach katastrophal bei sowas. Da ist einfach ein Event nach dem anderen. Noch dazu natürlich, was auch schön ist, ja, man kommt mit der ganzen Family zusammen, man trifft alle Freunde wieder und so weiter und so fort. Und deswegen wird das alles ein bisschen eng, dass ich irgendwie so 10 Videos hochlade. Aber nichtsdestotrotz, das wird jetzt hier nicht das letzte Video im Dezember bleiben. Ich will auf jeden Fall noch ein Best of Mucho hochladen, was alles so in diesem Jahr 2018 passiert ist. Weil es war ja einiges schon allein angefangen. Vor ungefähr einem Jahr habe ich mir eben das Kreuzband und den Meniskus gerissen. Und dann hatte alles so seinen Lauf genommen. Ich habe einen neuen Sponsor bekommen und so weiter und so fort. Aber da gehe ich jetzt gar nicht drauf länger ein. Das kommt dann bei dem Best of Mucho Video und dazu kommen natürlich auch, wie beim letzten Jahr, immer die besten Ausschnitte von den letzten Videos. Also seid gespannt, das werde ich die nächsten Tage noch abdrehen und zusammenschneiden. Dann, es ist soweit, ich habe mich jetzt entschieden, nächstes Jahr wieder auf die Bühne zu gehen und am 15. Januar, beziehungsweise 16. Januar, irgendwie sowas, werde ich meine Wettkampfdiät starten. Das sind dann ungefähr 13 bis 14 Wochen Diät, die ich vor mir habe. Und ja, da will ich auf jeden Fall die beste Form meines Lebens wieder hinbekommen. Was für mich jetzt bei der kommenden Diät einfach ganz wichtig ist, dass ich schauen will, wie viel Muskeln konnte ich jetzt trotzdem in diesem Jahr, was ja wirklich nicht optimal gelaufen ist für mich, aufbauen. Trotzdem, dass ich eben immer wieder eingeschränkt worden bin durch meine Operationen, Unfälle und so weiter und so fort. Ich habe aber trotzdem im Gefühl, dass es eine richtig gute Form werden kann. Und ich bin auch ganz ehrlich schon ziemlich froh, wenn die Diät endlich losgeht. Dann ist das Fressen endlich mal vorbei. Irgendwann in der Diät werde ich das natürlich wieder alles verfluchen und werde es vermissen, so alles essen zu können. Aber egal, das ist halt einfach Diät, muss man durchziehen. Also das schon mal zum nächsten Jahr, was euch erwarten wird. Das alles kommt dann ab nächstes Jahr, ab Mitte Januar geht's los. Also nichts verpassen, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Ja, was kommt noch alles? Lasst mich mal überlegen, was darf ich überhaupt verraten und was nicht. Aber ich glaube, das darf ich verraten und zwar, es wird Anfang des Jahres, nächstes Jahr, gleich ein neues Gewinnspiel geben. Freut euch drauf, ihr könnt wieder was gewinnen. Ich kann euch noch nicht mehr dazu verraten, aber damit ihr nichts mehr verpasst, ich werde das definitiv wieder in meiner Insta-Story posten. Folgt mir einfach auf Instagram, ich werde meinen Namen jetzt hier mal einblenden, damit ihr auf Instagram gehen könnt und dann könnt ihr mir folgen. Dann will ich eigentlich noch, und ich hoffe, ich kann es in den nächsten 2 Tagen abdrehen, mein richtig geiles Rezept für ein Schokoladenbrot raushauen. Und zwar, ich habe das die letzte Woche probiert, 2 Mal. Einmal ist es misslungen und beim 2. Mal ist es richtig gut geworden. Und zwar ein eigenhergestelltes Schokoladenbrot. Also das kann man sehr gut zur Weihnachtszeit oder auch bei einer Silvesterparty eben dann hernehmen. Und das will ich eben definitiv noch raushauen, das wo mehr oder weniger gesund ist, das Schokoladenbrot. Dann habe ich eigentlich vor, weil das Interesse anscheinend irgendwie sehr groß ist daran, ein paar sogenannte Hit-Workouts abzufilmen, die man einfach zu Hause ganz fix machen kann, damit man relativ viel Kalorien verbrennt und damit das mit dem Sixpack dann nächsten Sommer bei euch natürlich auch klappt. Ja, ich habe mir schon einen Timer gestellt, der ist abgelaufen, dass ich nicht zu lange laber. So, stopp, wunderbar. Ich habe mir noch dazu, das ist die nächste Information, die ich eigentlich raushauen könnte, und zwar, ich habe mir die iWatch gekauft, wie ihr sehen könnt. Ich werde vielleicht dazu auch ein kleines Review abdrehen, wie ich denn die iWatch so finde. Aber das muss ich erst schauen, wann ich das machen kann. Ich kann euch noch nichts versprechen. Es ist auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Uhr. Aber kleine Kritikpunkte gibt es trotzdem von mir. Aber wie gesagt, das dann, wenn dann, in dem einzelnen Video. So, das war es eigentlich jetzt schon wieder für das Video. Ich will nicht zu lange labern. Ich glaube, das waren genug Informationen auf einmal. Seid einfach gespannt, was kommt. Ich habe mega viel eigentlich vor.
aber schafft nicht immer alles so, leider Gottes. Aber wie gesagt, ich bleibe auf jeden Fall dran, ihr müsst dranbleiben und ich freue mich schon auf das Jahr 2019 und auf das Ende des Jahres 2018 natürlich auch noch. Schon allein auf das Best-of, das ich zusammenschneiden werde. Ich wünsche euch jetzt einfach schon mal schöne Weihnachten, ja, frohe Weihnachten an alle da draußen. Genießt die Zeit mit eurer Family, mit euren Freunden, mit euren Liebsten einfach. Macht es euch gemütlich, lasst es euch gut gehen. Dafür ist Weihnachten da, zum Entspannen, die Zeit mit seiner Familie und mit den Freunden zu verbringen. Ich schalte jetzt ab, ich bin fertig mit dem Video. Ich wünsche euch eben, wie gesagt, frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye bye, euer Mucho.